Hey, Hey, Leute Freunde draußen, draußen, ich bin's Jan. ich bin's Steffen. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Fill Your Binder, und zwar zum Mittwochsvideo, wo wir jeweils 4 Päckchen öffnen, dann gegeneinander spielen und der Gewinner bekommt 6 weitere Päckchen, bei Unentschieden jeder 3 weitere. Und falls ihr das Video vom Montag noch nicht gesehen habt, da haben wir Panini FIFA 63 Sticker geöffnet. Und aus den Spielern, die wir in den Päckchen geöffnet gezogen haben, haben wir ein Team in FIFA gebildet, gegen uns gespielt, und der Sieger hat dann auch nochmal Gewinnerpäckchen bekommen, beziehungsweise hat mehr als der Verlierer. Und ja, falls du noch nicht gesehen hast, ist jetzt hier oben eingeblendet, und ja, jetzt viel Spaß beim Video. So Leute, dann beginne ich jetzt mit meinen 4 Packs hier und dann öffne ich auch direkt mein erstes. So. Als erstes haben wir Yara von Boca Juniors, dann haben wir Gudei von Ajax Amsterdam. Umdrehen. Keylor Navas von Real Madrid. Arturo Vidal von Bayern München. Dann so. Dann haben wir Tim Cahill von der englischen Nationalmannschaft. Und Impact Signing. Mats Hummels von Bayern München. Eine Goldkarte im ersten Pack hier. Ist auf jeden Fall eine gute Special-Karte zum Beginn. Dann kommen wir zum zweiten Pack. Hier haben wir Kuchak von Legia Warschau, Alario von River Plate, Matthias Ginter von Borussia Dortmund, Lichtsteiner von Juventus Turin. Wieder einmal umdrehen. Chris Smalling von der englischen Nationalmannschaft und Sergio Ramos von Real Madrid. Power-Up-Karte. Richtig nice Karte hier, der Defensive Walk von Real Madrid. Das dritte Pack ist ja eigentlich ganz gut gezogen. Irgendwie Cirino von Flamengo, Schmeichel von Leicester City. Oh Gott, wie heißt der? Bonjour oder so, Beaujour, keine Ahnung, von Chile. Levchuk von Legia Warschau. Wir dann einmal umdrehen. Rui Patricio von Portugal und Defensive Lineup Karte von Real Madrid. Multiple Karte hier, aber die ist bereits in meiner Sammlung vertreten, soweit ich weiß. Und dann jetzt noch das letzte Pack. Ist ja 3 defensive Special Karten bekommen. Hier haben wir jetzt erstes Simpson von Leicester City. Perez von Boca Juniors, Jotlovic von Legia Warschau, Rafael Varane von Real Madrid, das Logo von Legia Warschau und Dali Ali. Das waren also meine 4 Packs und jetzt viel Spaß bei Jans Packs. So Leute, ihr habt jetzt schon Steffens Packs gesehen und dann öffne ich auch meine. Und ja, das Wichtige ist halt, gute Karten zu bekommen, aber ideal ist es halt, wenn man diese auch noch für sein Album braucht. Ihr wisst es ja. Und ja, mal schauen, was ich hier drin bekomme. Als erstes Mercado von River Plate. Dann Brahimi. Lionel Messi mit 92. Unglaublich, richtig geil. Dann, oh, der bringt... Das ist so eine... So 50-50, ob freuen und nicht freuen. Einmal natürlich Carlo Ancelotti, aktuelle Trainer vom FC Bayern, hier als Legend-Karte, Rare-Karte, die mir fürs Album 20 Punkte bringt. Aber natürlich kann ich die nicht verwenden im Spiel. Wobei, natürlich trotzdem freue ich mich. Dann William Carvalho und El Abdelawi. Aber ach du, oh mein Gott, im ersten Päckchen gleich eine Rare. Ihr wisst, wie wichtig diese sind in dem, fürs Album. River, Neymar. Oh mein Gott, Neymar 89. Messi und Neymar. Jetzt fehlt nur noch Suarez. Cedric. Dann Krikoviak als Impact Signing. Goldene Karte. Lodigin und Orellana von Chile. Copa America. Centenario-Sieger. Pack Nummer 3, Oblak, Torhüter von Atletico Madrid, William Arrao, dann Origi,
Vidal, richtig starke Karte, 92 Control. Dann Jefferson, Capino und ja, das war's schon fürs Pack. Und dann komme ich schon zu meinem letzten Päckchen für heute, beziehungsweise hoffentlich nicht zum letzten Päckchen für heute, aber zum letzten Päckchen vor dem Spiel. Chestak, Ter Stegen, 85 auch richtig stark, Banega und nochmal Neymar, diesmal als Fans Favorite. Ich dachte schon, jetzt kommt Suarez oder so, das wäre perfekt gewesen. Arraiz und Tete. Also, das sind meine vier Special Cards. Richtig, richtig krass. Drei richtig hochbewertete Spieler. Mit Neymar 93 Attack, Vidal 92 Control und Kovac immerhin 84 Control. Und dann noch die Rare Carlo Ancelotti Legend Karte. Und ja, das waren meine Packs. Jetzt kommt das Spiel. So Leute, wir sind jetzt hier beim Spiel und ich werde auch gleich mal beginnen und verteidige mit meinem Torhüter hier. Dann muss ich angreifen und greife an mit diesem Stürmer. Ich habe von Atletico Jan Oblak mit 85. Okay. Ich habe vom Flamengo Marcelo Siniro mit 82. Das heißt mein Punkt und... Ja, dann greife ich diesmal an, hier, mit dem Stürmer. Dann verteidige ich mit meinem Verteidiger. Ich habe Neymar Junior mit 89. Und ich habe Goldkarte Impact Signing von Mats Hummels mit 94. Richtig nice. Okay, dann verteidige ich nochmal, und zwar mit diesem Verteidiger hier. Dann muss ich angreifen und nehme diesen Stürmer hier. Okay. Ich habe Varane 87. Und ich habe Origi mit 84. Das heißt wieder dein Punkt. Und ich verteidige nochmal. Und zwar mit diesem Verteidiger diesmal. Dann greife ich an. Ach, dann nehme ich den hier jetzt. Okay. Ich habe Sergio Ramos Defensive Rock 94. Und ich habe Neymar Defensive 93. Ey Mann, ich darf das hier nicht verlieren. Ich glaube, du führst immer noch. Okay. Insgesamt. Und dann, ich glaube auch. Ja, eigentlich brauche ich die extra Packs. Dann kontrolliere ich mit diesem Mittelfeldspieler. Und Control, dann nehme ich hier den Mittelfeldspieler. Ich habe Dele Alli 87. Und ich habe Impact Signing Krikoviak mit 84 leider nur. Okay. Das ist wieder dein Punkt. Okay, dann kontrolliere ich nochmal und zwar mit diesem Mittelfeldspieler hier. Dann nehme ich hier den. Okay. Ich habe Arturo Vidal 89. Und ich habe Arturo Vidal als Keyplayer mit 92. Okay. Einmal bei Bayern, einmal bei Chile. Das heißt endlich mal mein Punkt und dann verteidige ich jetzt hier mit diesem Abwehrspieler. Dann greife ich an mit diesem Stürmer hier. Ich habe El Abdelawi mit 82. Ich habe Alario mit 84. Wow. Mein Punkt. Dann verteidige ich mit diesem Verteidiger hier. Dann, egal, dann greife ich an mit dem Torwart. Ich habe Defensive Liner von Real Madrid 106. Na eben. Konnte so nicht gewinnen und dann habe ich hier Ludigin mit 53. Ich kontrolliere mit diesem Mittelfeldspieler hier. Dann nehme ich den Mittelfeldspieler hier. Und ich habe 86. Und ich habe Vanega mit 83. Scheide. Ich glaube, okay. Du hast schon gewonnen. Aber ich glaube auch. Aber ich verteidige nochmal mit diesem Torwart hier. Ja, dann nehme ich jetzt hier den Stürmer. Ich habe Keylor Navas 86. Und ich habe Lionel Messi mit 92. Okay. Und den letzten Punkt, ja, verteidige ich mit meinem Torhüter. Dann greife ich an mit meinem Torhüter. Sollte ich gewinnen. Ter Stegen mit 85. Und ich habe Schmeichel mit 52. Und ja, damit gewinnt Steffen dieses Spiel und bekommt 6 Gewinnerpacks. Und ja, die seht ihr jetzt. So Leute, dann öffne ich jetzt meine 6 Gewinnerpacks. Weil ich ja gewonnen habe, kriege ich jetzt 6 Belohnungspacks noch quasi. So. Hier haben wir als erstes El Sharawi von AS Rom. Mena von
Sao Paulo umdrehen. Renato Sanchez von Portugal. Dann hier den Pokal von der Women's U20 National. Nee, Weltmeisterschaft, meine ich. Hier. Die Goldkarte. Dann haben wir Martinez von Kolumbien und Rafinha vom FC Bayern München. Also eine Goldkarte im ersten Pack. So. Hier haben wir im ersten Pack Felipe Pardo von Olympiakos, Fernandes von Atletico Madrid, Ardewald von belgischer Nationalmannschaft, Benedikt Höwedes Fans Favorite Karte von Schalke 04, Beos Jour von Chile und Levchuk von Legia Warschau. Dann kommen wir zum dritten Pack. Alle guten Dinge sind 6 heute. Hier haben wir Sami Khedira von Juventus Turin, Potuk von Fenerbahce Istanbul, Tim Cahill von der englischen Nationalmannschaft, Carlos Tevez, Fans Favorite Karte von Boca Juniors, Keylor Navas von Real Madrid und Arturo Vidal vom FC Bayern München. So, dann war die Hälfte der Packs auch schon vorbei. Dann hier haben wir Choupo-Moting vom FC Schalke 04, Saul von Atletico Madrid, Lukas Podolski von der deutschen Nationalmannschaft, Florenzi Dynamo-Karte, Power-Up-Karte von AS Rom. Sieht auf jeden Fall richtig nice aus. Dann noch Basali von Juventus Turin und als letztes noch Luschek von Legia Warschau. Dann haben wir noch 2 Packs. Hier, so. Im ersten Pack haben wir als erstes Franck Ribéry vom FC Bayern München, Axel Witzel von Zenit St. Petersburg, Sergio Romero von der argentinischen Nationalmannschaft, Ousmane Dembele, Impact Signing Karte von Borussia Dortmund, Gabriel Jesus von Brasilien und Papastandopoulos von Borussia Dortmund. Und dann kommen wir zum letzten Pack in diesem Video von meinen Gewinnerpacks. Hier haben wir Leon Goretzka vom FC Schalke 04, Juan Fran von Atletico Madrid, Fellaini von Belgien, Next Generation Multiple Karte von Max Meyer und Leroy Sané, Sanchez von Kolumbien und Iker Casillas vom FC Porto. So, das waren meine 6 Belohnungspacks, beziehungsweise das war das ganze Video hier. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da und abonnieren nicht vergessen, um die weiteren Teile Pack One nicht zu verpassen. Jetzt nochmal das andere Video vom Montag abchecken, war auf jeden Fall ein richtig nice Video. Und dann sehen wir uns jetzt nächstes Mal bei Bytes United. Ciao! Yeah!